Hallo, 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 ihr hungrigen, magischen Voodoo-Schwämme, ihr, und willkommen zurück zu Tales of Monkey Island. Ja. Kann er schon die Chili essen? Gut, dass der Schwamm keine Zunge hat, sonst würde ich die jetzt ins Meer halten. Hä? Aber die Chili ist doch gar nicht der dritte Gang. Oh. Reinige den Gaumen. Der Geschmack muss einen umhauen. Das ist der dritte Gang? Eine Berührung so scharf wie eine Pein. Nutze die Karte, um den sechsten Sinn zu sehen. Ich glaube, ich muss das noch irgendwie... Moment. Nee, ich wollte das... So. Ich glaube, ich musste das irgendwie richtig falten. Laufe ich im Kreis? Ich muss den richtigen Startpunkt finden. Das ist komisch. Der Weg führte nirgendwo hin. Da ist das Ding. Hier ist das. Ich muss die Karte richtig falten. Ich sollte das besser gut zusammenfalten und in meine Tasche stecken. Jetzt ist was passiert. Diese Glühwürmchen sind so hübsch. Man vergisst fast, dass sie die Hälfte ihres Lebens Magen sind. Geht da lang nicht. Boah. Da ist der Altar. Hier nach rechts ist... Okay. Wer wohl diese Götterstatue unter Glas gelegt hat? Und warum? Ich schätze mal, das war das Hinge. Ja. Wie geht das denn jetzt mit der Karte richtig? Okay, ich gucke mal auf die Karte. Ich bin jetzt beim Lila. Nach oben. Wie falte ich das Ding richtig? Ah, jetzt, das ist neu. Jetzt ist hier die grüne. Okay, da habe ich es jetzt scheinbar richtig gefaltet. Okay.
war es jetzt die mit dem roten Licht. Wer wohl diese Götterstatue unter Glas gelegt hat? Und warum? Roten Licht. Falsche Taste. Ja. Okay, ich schaue mal die Karte an. Nutze die Karte, um den sechsten Sinn zu sehen. Ich sollte das besser gut zusammenfalten und in meine Tasche stecken. Okay. Oh, was ist das? Es ist die mysteriöse Truhe der Weissagung aus der Hütte der Voodoo-Lady. Wer weiß, was für nützliche Voodoo-Geschichten sich in ihr verbergen. Aber viel wichtiger, wie kann ich sie öffnen, um das herauszufinden? Wieder mit dem Haken? Sehen wir mal, was habe ich, das ich letztes Mal nicht hatte, als ich diese Truhe öffnen wollte. Au, blöder Haken. Ja, es ist nicht so einfach. Die Tarotkarten der Voodoo-Lady? Das ist alles? Ich verbiege das Material der Wirklichkeit für den blöden Trick einer Wahrsagerin? Okay, das ist ein ziemlich guter Trick. Das war ganz cool. Okay, fräst die Tarotkarten. Hoffentlich werden diese Flocken aus der Zukunft der Esponja einen sechsten Sinn geben, der mich davon abhalten wird, in solche Situationen zu geraten. Okay, dann gehe ich mal zurück zur Stadt. Okay, was habe ich jetzt? Sechster Sinn. Eine Berührung so scharf wie eine Pein. Ich sollte das besser gut zusammenfalten und in meine Tasche stecken. Eine Berührung so scharf wie eine Pein. Ich habe ja gedacht, dass damit eventuell die Chili gemeint ist, aber das war es ja wohl nicht. Und die Volcano-Shots bekomme ich auch nicht mehr. Sie haben sich wohl entschieden, den Teppich nach der Reinigung innen auszulegen. Sie haben sich wohl entschieden, den Teppich nach der Reinigung innen auszulegen. Kann ich... Ist es der Teppich? La Esponja Grande ist nur gut für das Aufsaugen von Voodoo, wie die Pocken. Wow. Ah, der Teppich lädt uns auf. Und hier oben bekomme ich mal elektrischen Schlag. Jau! Oh, kribbelnd. Hey, was ist das? Ah, das war also das schockierende Dessert. Okay, dann ist das einfach nur falsch übersetzt im Deutschen, oder? Ja, das ist dann falsch übersetzt. Ein befreiender Schrei. Zusammenfalten und in meine Tasche stecken. Und ein Rülpser ist auch dabei. Hey, WP! Barkeeper, ich würde gerne einen Drink bestellen. Was darf's denn sein? Ein Grog, aber gepflegt. Kommt sofort! Oh, erfrischend. Falsche Taste. Entschuldigung.
Ja, jetzt musst du noch rülpsen. Aber wie? Wie wär's mit noch ein paar Volcano-Shots? Tut mir leid. Nur eine Sekunde. Hemlock sollte dafür ins Ort-Gericht gebracht werden. Au. Also gut, Senor Esponja, nicht so grande. Das waren 5 Sinne, einen haben wir noch. Wo kann ich nur ein lautes Geräusch für einen Rülpser nach dem Abendessen finden? Es gibt auf Flotsam Island nur eines, das so ein Geräusch machen kann. Alouette ist wer ewig leben. Alouette, Immortalité. Wer wird ewig leben? Moi. Wer wird die Natur erobern? Moi. Alouette ist wer ewig leben. Alouette, Immortalité. Kämpfe wie ein Mann, du Schnupftopak-schniefender Landlecker! Du hast die Dame gehört, The Singe. Guybrush, raus hier! Finde deinen eigenen Schatz! Dieser hier gehört mir! Ah, der glückliche Threepwood-Piraten-Clan. Was soll ich noch machen? Oh, ich weiß. Oh, Muschelmist. Ha! Wie konnte ich nur einen Langweiler wie dich heiraten? Weißt du, wenn ich dich erstmal von den Pocken geheilt habe, wegen denen du diese gemeinen Sachen sagst, wirst du mir ganz schön viele Küsse schulden. Ich würde dich nicht mal mit seinen Lippen küssen, Schiffsjunge. Ich unterbreche diesen Hausfrieden ja nur ungern. Aber ich muss meine Maschinen noch einstellen, bevor die charmante Madame Threepwood ihre Reise in die Geschichte der Wissenschaft antreten kann. Keine Sorge, Butterblume. Wenn ich erst La Esponja Grande in dieses laute Dingsbums kriege, sind unsere Probleme gelöst. Ja, nun, versuche einfach, etwas leiser zu sein, ja? Wenigstens hoffe ich das. Okay, was kann ich hier machen? Was ist das? Da ist ein Eimer? Das ist ein Eimer Wasser. Ich kann nicht glauben, dass dieser dumme Papagei einen Weg zurück in mein Leben gefunden hat. Ich bin Skybrush Threepwood, mächtiger Pirat. Oh, ich kann einfach nicht wütend auf dich sein. Okay, was ist das für ein Gerät? Was zum Teufel soll das Ding sein? Das ist mein Harpsichronitron, mit dem ich das Windsteuerungsgerät der Vekelians aus der Ferne bedienen kann, ohne im Dschungel nach alten Götterstatuen rumsuchen zu müssen. Das kann ich verstehen. Nach einer Weile ist mir das ganze Rennen und Drehen und die Wetterfahnen auf die Nerven gegangen. Erzähl mal, was hast du so getrieben, während ich versucht habe, deinen wohlgeformten Hintern zu retten? Ich war unterwegs und habe die Säbel rasseln lassen und nach Schätzen gesucht, wie es sich für einen echten Piraten eben gehört. Okay, ich weiß, das liegt an den Pocken, aber dennoch. Autsch. Sobald ich dich geheilt habe, sollten wir LeChuck aus dem Gefängnis holen. Dieser rückgratlose Musterknabe solle doch verrotten. Hast du schon gehört? Die Voodoo-Lady hat uns all die Jahre über an der Nase rumgeführt. Arr, ich habe dieser durchtriebenen Meereshexe ohnehin nie vertraut. The Singe hat Morgan getötet. Hat er das? Nun, vielleicht ist dieser käseessende Affe doch nicht so schlecht, wie es schien. Mach dir keine Sorgen, mein Engel, Gesicht. Alles wird wieder gut, sobald ich La Esponja Grande in dieses laute, antike Dingsbums werfe. Dann hör auf, dumm zu labern und mach es, du kauderwelschquasselnde Qualle! Schön locker bleiben. Ich hab das hier. Einfach La Esponja da reinwerfen? Ist es das? Was ist das? Ein fliegender Porifera? Hey, gib das zurück! Ich soll meinen Moment des Triumphs wegen deines langweiligen Voodoo-Unsinns aufs Spiel setzen? Das glaube ich nicht. Moment des Triumphs? Ja,
Mit meinem Harpsichronitron habe ich die einzigartige harmonische Frequenz gefunden, mit der ich Materie pulverisieren und über die Meere verbreiten kann. Schau nur! Ich bin Skybrush Threepwood, mächtiger Pirat! Ich bin... Erstmal danke. Das Ding hat schon angefangen, mir mächtig auf die Nerven zu gehen. Zweitens bist du verrückt, wenn du glaubst, dass du mich da reinkriegst. Okay, verrückter. Sie? Ich will sie nicht. Es sind die Moleküle ihrer Frau, die ich über alle Meer verschmieren will. Versuch es doch, du Weichei! Warum sie? Wegen ihrer Pocken, sie Trottel! Sie hat die gleiche, einzigartige Art von Pocken, die sie einmal hatten. Die gleiche, die durch ihre fantastische Hand floss. Die gleiche, die ich in meinen fantastischen Jus de Vie distilliert habe. Mein linkes Händchen. Leider enthält eine einzige Hand nur so viel des Threepwood-Bakterienstamms, um daraus nur ein paar Schlückchen Jus de Vie herzustellen. Selbst wenn ich ihre geliebte Biest auf die Knochen aussaugen würde, würde ich nur ein paar Fässchen des Jus bekommen. Ich hau dir eins aufs Fässchen! Nein. Wenn ich einen immerwährenden Stamm des Jus de Vie haben will, muss jeder Pirat auf der Welt dem Threepwood-Stamm ausgesetzt werden. Also, Madame Threepwood, bitte einen Moment stillhalten. Ich werde es so schmerzlos wie möglich machen. Wie nett. Mach ich aber nicht. Oh! Oh! Sie hat die Macht des Jus de Vie! Hey, der Monkey! Was denn? Du scheinst die Hände handvoll zu haben. Warum gibst du mir nicht den Schwamm für eine Minute? Für wie dumm halten Sie mich eigentlich, Threepwood? Ist das jetzt eine Fangfrage? Nachdem du meine Frau pulverisiert hast, könnte ich da vielleicht einen kleinen Schluck deines Jus de Vie bekommen? Nimm das jetzt nicht persönlich, Liebling. Du siehst einfach irgendwie erledigt aus. Und für meine kommenden Vorhaben könnte sich die Unverwundbarkeit als vorteilhaft erweisen. Ich zeig dir gleich, wer von uns beiden erledigt ist. Au! Ich muss also irgendwas mit den Motten machen. Ich rede noch mal mit Elaine. Hey, Elaine! Was? Meine Hand ist des Hinges einzige Quelle für Jus de Vie. Wenn du ihm den Turban abschneidest, wird er viel leichter zu töten sein. Was denkst du denn, was ich die ganze Zeit versucht habe, du bescheuerter Schwachkopf? Wenn du schon dabei bist, das Singe zu verdreschen, könntest du dann bitte auch den Schwamm aus meiner abgetrennten Hand schlagen? Dieses Schwert kennt nur ein Ziel. Den Kaumagen dieser Schnupftabaknase. Okay, das hat nicht viel gebracht. Halt durch, Süße. Weniger reden, mehr bedeutungslos machen, Süßer. Okay, was haben wir hier? Das Singe wird mit dieser Vorrichtung meine Süße pulverisieren. Okay, da oben sind Motten. Hey, es sind die Motten. Ich wette, die sind noch ganz benommen von Stans funky Mode. Kann ich die Lampe irgendwie mit ihm benutzen? Das muss nicht beleuchtet werden. Nee. Ich rede mal mit Sing. Hey, Sing Song. Was ist? Du wirst dem Schwert meiner Frau nicht entkommen, ist dir das klar? Ich sah einmal, wie sie eine ganze Horde wilder Vertreter mit nichts weiter als einem Taschenmesser und einem Staubwedel in die Flucht schlug. Wie eindrucksvoll! Aber solange sie nicht unbezwingbare Rotarians waren, die von meinem unglaublichen Jus de Vie profitierten, hing der Vergleich stark hinterher. Schon bald wird sie ermüden und ihre Pocken werden mir gehören, damit ich sie in alle vier Richtungen der Erde verbreiten kann. Ich werde dich gleich portionsgerecht in alle vier Richtungen verbreiten. Au! Das ist ein Eimer Wasser. Irgendwas muss ich mit dem Wassereimer machen, oder? Zucker rein?
Ah, was zum Teufel. Süß. Ah, glänzend. Okay, jetzt nochmal. Hey, der Monkey. Was denn? Ich glaube wirklich nicht, dass du es mit meiner Frau aufnehmen kannst. Bitte! Sie ist doch nichts weiter als eine kleine Piratenhure. Wohingegen ich ein unbezwingbarer Mann der Wissenschaft bin. Arr! Au! Ich frage mich, warum sie eigentlich Glühwürmchen heißen. Das sind doch gar keine Würmer. Das war's also nicht. Ich muss mal irgendwas anderes machen. Das muss nicht beleuchtet werden. Ich will meinen Haken da nicht reinstecken. Ich weiß doch nicht, wo das schon gewesen ist. Hey, Elaine! Meine Hand ist des Hinges einzige Quelle für Jus de Vie. Wenn du ihm den Turban abschneidest, wird er viel leichter zu töten sein. Was denkst du denn, was ich die ganze Zeit versucht habe, du bescheuerter Schwachkopf? Halt durch, Süße. Weniger reden, mehr bedeutungslos machen, Süßer. Ich hätte es nicht für möglich gehalten, aber wegen des Hinges saugt das Windsteuerungsgerät der Wekelianer noch mehr als zuvor. Nicht beißen, Wicker. Okay. Hey, der Sing-Song! Was ist? Nachdem du meine Frau pulverisiert hast, könnte ich da vielleicht einen kleinen Schluck deines Jus de Vie bekommen? Ah! Nimm das jetzt nicht persönlich, Liebling. Du siehst einfach irgendwie erledigt aus. Und für meine kommenden Vorhaben könnte sich die Unverwundbarkeit als vorteilhaft erweisen. Ich zeig dir gleich, wer von uns beiden erledigt ist. Ah! Au! Ich muss irgendwie... Ich frage mich, warum sie eigentlich Glühwürmchen heißen. Das sind doch gar keine Würmer. Der Cinch wird mit dieser Vorrichtung meine Süße pulverisieren. Ich glaube nicht, dass das ohne eines dieser Seepferdchen-Dinger aufgeht. Wie schade, dass ich meins verloren habe. Kann ich die Fugu mit ihm benutzen? Hey, Wu! Was jetzt? Was zum Teufel? Kutsch! Hey, Elaine! Was? Halt durch, Süße! Weniger reden, mehr bedeutungslos machen, Süßer! Ich muss hey, mit ihm reden. Hey, der Monkey! Was denn? Ich glaube wirklich nicht, dass du es mit meiner Frau aufnehmen kannst. Bitte! Sie ist doch nichts weiter als eine kleine Piratenhure. Wohingegen ich ein unbezwingbarer Mann der Wissenschaft bin. Jetzt sollte es klappen. Hä? Wo ist der hin? Irgendwie hat der Cinch herausgefunden, wie er mit dem Windsteuerungsgerät der Wekelianer Leute pulverisieren kann. Das ist einfach unheimlich. Was ist hier passiert? Okay, ich weiß noch, dass der Teil ein bisschen verbuggt war, aber das ist gerade echt krass. Und ich muss mal kurz mich um Wicker kümmern, kleinen Moment. Die Katze will was. So, da bin ich wieder. Zufriedene Katze, zufriedenes Herrchen. Und, was ist hier mit der Cinch los? Irgendwie hat der Cinch herausgefunden, wie er mit dem Windsteuerungsgerät der Wekelianer Leute pulverisieren kann. Das ist einfach unheimlich. Mach dir keine Sorgen, mein Engel, Gesicht. Alles wird wieder gut, sobald ich La Esponja Grande in dieses laute, antike Dingsbums werfe. Dann hör auf, dumm zu labern und mach es, du kauderwelschquasselnde Qualle! Ist der Cinch jetzt auch so gefecht? Das war etwas enttäuscht. Wow!
Das ist mal eine Sponja Grande. Aber wie heile ich damit? Oh ja, die Winde! Geht es dir gut? Ich glaube schon. Aber wie bin ich hierher gekommen und warum schmeckt mein Mund wie Krautsalat? Es ist eine lange Geschichte. Ich werde sie dir erzählen, wenn wir einen Weg aus diesen blöden Muscheln gefunden haben. Überlass das alles mir, meine Freunde. LeChuck, mein neuer bester Freund. Wie bist du aus dem Gefängnis entkommen? Oh, die Wache hat mich nur zu gern freigelassen, als ich sie erst einmal davon überzeugt hatte, dass ich nur so mit Elaine die unheilige Ehe schließen kann. Warte, unheilige was? Unheilig das hier! Guybrush! Elaine? Guybrush! LeChuck! Es macht Spaß, Namen zu schreien! Bist du das, Mutter? Ich habe meine Hände gewaschen. Ich habe es die ganze Zeit gewusst. Ob mit oder ohne Voodoo. Du bist doch nur ein böser Sack voller Abschaum. Eine Korrektur, meine Süße. Ich bin ein böser Sack voller Abschaum, der den größten Schatz aller Zeiten plündern wird. Aber ich könnte meine Beute teilen, wenn du verstehst, was ich meine. Was? Oh, komm schon, meine Liebe. Du kannst doch nicht abstreiten, dass wir uns in den letzten paar Wochen näher gekommen sind. Das kumpelhafte Tun, die netten Worte, die verstohlenen Blicke. Ich weiß, dass du Gefühle für mich entwickelt hast. Werde meine Dämonenbraut. Gemeinsam werden wir dem Herzen des Voodoo den Gar ausmachen. Zur Hölle mit dir, LeChuck. Ich habe es wenigstens versucht. Sieht ganz danach aus, als würden wir das mit diesem ganzen Voodoo machen. Elaine? Tu mir einen Gefallen. Ah, das ist das Zeug. Alles. Tritt ihm für mich in seinen heuchlerischen Hintern. Von Mili bis Monkey und allen anderen Inseln dazwischen, mein Lieber. Bist du noch nicht tot? Ich muss die Hochzeit vorbereiten. Aus Respekt vor den eben Verstorbenen sollte ich darauf hinweisen, dass du dein Schwert wie ein Milchbauer schwingst. Wie passend. Du kämpfst wie eine untote, an Pocken leidende Kuh.